herzlich willkommen für ein neues Trilino-Video. Heute behandeln wir das wichtige Thema Reinigung der Trenntoilette. Ein großes Thema für viele, die sich fragen, okay, wie reinige ich denn jetzt eigentlich meine Trockentrenntoilette? Es ist denkbar einfach, man braucht nicht viel Mittelchen oder besonderes Zeug dafür. Der Großteil der Trenntoilette, wie das Außengehäuse und auch innen, wie zum Beispiel den wichtigen Trenneinsatz, kann man sehr einfach reinigen, entweder mit einer Mischung aus Wasser und Zitronensäure oder Essigessenz oder zum Beispiel für die schnelle Desinfektion mit einem Desinfektionsmittel oder auch mit einem speziellen Mittel, das es bei uns auch im Shop gibt, mit EMs, effektiven Mikroorganismen, die sehr nachhaltig sind und biologisch abbaubar. Damit kann man die gesamte Toilette und diesen Trenneinsatz einfach schön einsprühen und danach mit einem weichen Tuch dann reinigen. Das ist einmal zum Trenneinsatz. Man kann mit diesen Mitteln zum Beispiel auch, wenn man möchte, den Behälter hier für die Feststoffe reinigen. Man macht die Tüte raus und dann gerne den Behälter einmal reinigen, wenn man möchte. Das Wichtigste für den Urinkanister ist zu wissen, dass man diesen niemals einfach nur mit reinem Wasser ausspülen sollte. Auf Dauer, der Hintergrund dafür ist der, dass sich Urinstein bildet im Kontakt zwischen Urin und Wasser. Und dieser Urinstein verursacht einen sehr, sehr starken Uringeruch, der auch nur sehr schwer wegzukriegen ist. Also vermeidet das am besten und benutzt einfach eine Mischung aus Wasser und den Reinigern, die wir eben vorgestellt haben. Und dann sollte da nichts schief gehen. Einfach ein bisschen was davon rein, schön schwenken, ausleeren, am besten an der Sonne etwas trocknen lassen und dann kann es auch schon weitergehen mit der Nutzung der Trenntoilette. Ich hoffe, das hat euch geholfen und bis bald.